Freunde, es geht wieder los. Heidenheim gegen Bielefeld ist heute dran. Wir sind in Heidenheim in der Void Arena. Ich bin das erste Mal dort. Ich freue mich drauf. Heidenheim, Umgebung von uns. Ich brauche ungefähr 40, 45 Minuten dahin. Ich habe 60 Kilometer vor mir. Geil. Heidenheim, ich freue mich. Bis gleich und viel Spaß mit dem Video. So, Navi ist eingeschaltet. Wir fahren von Stuttgart rüber Richtung Kirchheim-Teck, dann über Göppingen und dann sind wir in Heidenheim. Let's go! Hey Leute, guck mal, durch was ich hier die ganze Zeit durchfahre. Ich schwöre es euch, das ist einfach die schönste Fahrt, die ich bisher hatte zu einem Stadion. Das ist doch richtig schön. Einfach hier grünlich. Also mir gefällt das richtig gut. Da vorne so ein Häuschen mitten im Wald. Hey, das ist echt sehr schön. Und die Fahrt ist die ganze Zeit schon so. Leute, was ist denn das? Schaut euch doch das mal an, wie krass das aussieht. Aber jetzt kommt was viel, viel, viel krasseres. Hey, das ist doch eine Aussicht, oder? Also, ich weiß ja nicht. Schön Bike nehmen, Motorrad nehmen, Roller nehmen und dann diese Strecke durchfahren. Der Hammer. Da unten, wenn man weiter runter fährt, sind noch schöne Wälder dort. Das ist echt nicht mehr normal. So Freunde, wir sind in Heidenheim angekommen und laufen jetzt Richtung Stadion. Let's go. So, jetzt laufen wir mal rein. Auch so bleibt. In dem Sinne sage ich Männer, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, da muss ich euch gar nicht fragen. Heute bleiben die drei Punkte in Heidenheim und wir wollen uns hier gar nicht so lange aufhalten. Wir wissen ja, dass die Leute da sind, um Fußball zu gucken und gleich geht's los. Deswegen machen wir uns jetzt mal wieder aus dem Staub und ich gebe das Glück.
So Freunde, da geht's Richtung Stadion. Und ja, die zweite Halbzeit, beziehungsweise die erste Halbzeit ist gerade ins Training gegangen. 1:1. Heidenheim gibt Gas und ja, ich hoffe, sie werden gewinnen, weil ich möchte den Aufstieg für den Verein. Und in der Bundesliga Heidenheim hat auf jeden Fall einen Platz. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Mal ab. Freunde, das Spiel ist zu Ende. Leider nur ein 1:1. Ich habe es dem Heidenheim, dem FC Heidenheim gegönnt. Ich wünschte, sie hätten gewonnen. Sie hätten es auf jeden Fall verdient. Für mich klar die bessere Mannschaft. Aber Bielefeld hat auch ziemlich schlau gespielt, muss man sagen. Und ja, 1:1. Gut für Bielefeld, schlecht für Heidenheim. Aber trotzdem, ein Punkt ist ein Punkt. Mitnehmen, Mund abwischen und weiter geht's. Mir hat's ziemlich gefallen. Heidenheim gefällt mir. Ich war nicht in der Stadt drin, ich bin direkt ins Stadion rein. Und ja, kleines Stadion, aber tolle Fans. Tolles Stadion, ziemlich familiär. Es waren 8.400 Zuschauer da.
für mich, ganz ehrlich, ich dachte, es waren viel mehr. Ich hätte so um die 20.000 geschätzt. Nur ich habe dann später im Nachhinein gesehen, dass in die Void Arena nur 15.000 reinpassen. Trotzdem, coole Stimmung, gefällt mir. Ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und ja, am Ende, ihr wisst Bescheid, kommen wieder die Bilder. Ich wünsche euch was. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.